Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier aus Siegen Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist das Chaos. Hallo. Wir sind hier schön fleißig dabei und mähen unsere Sonnenblumen ab. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich hoffe, bei dir, die macht das auch Spaß? Ja. Und welchen Reparaturzustand hat denn dein... Drei Viertel, das geht ja noch. Also ich habe ja auch schon ein gutes Achtel, habe ich jetzt hier auch schon, während ich mit dem Mähe hier verbraucht. Na gut, wir verdienen halt eben über 20.000 damit, ne? Und dann auch halt natürlich den Rest von den Sonnenblumen, die wir noch abgeben können, ne? Ja. Was hältst du, weil wir letztens über Autobahnen geredet haben, was hältst du von dieser quasi keine Geschwindigkeitsbegrenzung bei euch auf der Autobahn? Boah, von mir aus. Jetzt ausmachen. Aus. So. Nee, finde ich schon ganz okay. Also ich fahre auch gerne mal schnell. So ist es nicht. Warte, lass du mich zuerst ran. Oder du fährst weiter vor. Weil ich muss da so hinfahren, damit ich abladen kann. Achso, okay, ja. Und also ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ist natürlich ökologisch totaler Blödsinn, ne? Also. Ne, mein Problem ist halt eher, dass viele Leute das nicht abschätzen können und dann halt sehr schwere Unfälle zustande kommen, wo ja quasi keiner Schuld hat, aber es sich einfach physikalisch nicht mehr ausgeht, dass der eine abbremst. Ja, ja. Wenn du mit 250 auf der rechten unterwegs bist, auf der linken Spur ja unterwegs bist und es zieht ein LKW raus. Naja, oder nicht ein LKW, es kann auch ein anderes Auto sein, was einfach noch gar nicht den anderen, der mit 250 fährt, sehen kann. Naja, was ist nicht mitkriegt, dass er angeflogen kommt. Naja, klar. Ja, deshalb, ich finde die 130-Beschränkung bei uns eigentlich nicht schlecht. Ökologisch wäre es zwar besser, wenn es sogar noch langsamer wäre, aber ja. Einfach, weil viele Menschen nicht fähig sind, so weit zu denken, was passieren könnte. Ja, das ist... Du verstehst, was ich meine. Ja, klar. Nee, verstehe ich voll und ganz. Also, ich sag mal so, auch wenn ich jetzt nochmal ein bisschen schneller fahre, also, okay, mit meinem kleinen Polo kann ich nicht schnell fahren, ne? Also, 160, dann ist, ne? Mehr traue ich mich mit der Kiste einfach nicht. Da ist noch ein bisschen was. Also, ich hatte noch schon mal auf 170, so ist es nicht, ne? Aber dann ist auch wirklich Schluss. Dann quält er sich auch nur. Muss ja auch nicht sein. Und deswegen, ich bin schon mal ein Auto gefahren, aber wenn du, also auch ein schnelles Auto, auch mit, wo ich denn die 250 Dauer fahren konnte auf der Bahn, da ist aber das Problem, das macht gar keinen Spaß. Also 250, du bist so angespannt. Deine Straße wird so eng, ne, weil du so schnell unterwegs bist, also yeah, dein Fahrweg, der wirkt so eng, dass du immer mit höchster Konzentration dabei bist und quasi das Lenkrad fest umklammerst, damit ja nichts passiert und du immer schnell reagieren kannst, weil du ja damit rechnen musst, dass jetzt der auf der anderen Spur mal ausschert, weil er einen überholen will und du kommst von hinten mit 250 angeflogen, der hat 120 drauf. Wenn du den hinten drauf krachst, dann war es das, ne? Ja. Da gibt es da eine große Karambolage, da fliegen mehrere Autos miteinander von der Straße. Was ich auch so schlimm fand, ist, dass bei euch so viele Autos einfach von der rechten Spur direkt auf die linke in sehr langsamem Tempo gezogen haben. Ja, gut, das sind halt Chaoten. Ja, aber das waren auffällig sehr viele. Ja, hast du halt. Du, ich hab, wo ich jetzt von... Aber von es liegt vielleicht auch dran, dass bei uns viele Autobahnen auch einfach dreispurig sind und nicht zweispurig. Daran könnte es auch liegen. Ja gut, also ich habe jetzt, wo ich von Potsdam wieder zurück bin, war ich auf der Warschauer Allee unterwegs und da habe ich einen Fahrer gesehen, den habe ich im Rückspiegel anfliegen sehen, ne? Also ich war Mittelspur, ich habe den im Rückspiegel anfliegen sehen und dachte mir so, oh, aber hier auf links von mir, da ist ja noch einer, was will er mit dem denn machen, wie der angeflogen kam. Und der ist dann einfach mal komplett, also auf der linken Spur, auf die rechte Spur rüber, ganz rechts sogar gefahren, hat da noch welche überholt und dann wieder, der hat ist quasi Slalom gefahren um die Autos. Ja. Also das ist wirklich ganz katastrophal. Ja, mich nerven aber auch so quasi Leute, die das Rechtsfahrgebot nicht
einhalten können. Boah, da könnte ich aggressiv werden. Das stimmt. Oder wenn sie einfach auf der mittleren Spur fahren und rechts ist komplett frei. Ja. Ich überhole ja dann immer links, also ganz brav, und fahre dann vor ihnen quasi bis auf die rechte Spur. Manchmal kapieren es die Leute auch, dass sie vielleicht dann mal mitmachen könnten. Ja. Ja, ich bin auf der, also ich bin, wenn ich Autobahn fahre, wechsle ich eigentlich auch ständig die Spuren. Also immer wenn ich dann über eine überhole, fahre ich dann rüber und raus, überhole den und dann dahinter gleich wieder einscheren. Weil. Ja. Ne, dann ist die Bahn frei, falls dann mal einer wirklich von den langen Führung kommt. Ja. Also hier die, bei mir hier vor der Haustür ist ja die 36. Wenn ich die lang fahre, dann ist auch bloß zweispurig. Mich überholt eigentlich kaum einer da drauf, also weil ich dann doch mit den 160 dann durchgängig fahre da. Da ist auch, glaube ich, ein oder zwei Stellen sind auf 120 runter. Okay. Hui! Windows Sound. Sehr schön. Zusammenfassung der Virenbedrohung vom Defender. Dankeschön. Dankeschön, Windows. Dass ich ausgestellt habe, wenn ich ein Vollbildspiel anhabe, dass ich Nachrichten kriege. Ich sag dir. Ich habe diese Benachrichtigungen komplett ausgeschaltet vom Defender. Der meldet sich nur noch, wenn er was gefunden hat. Wie kann man die komplett ausschalten? Das war ein Krampf, dass ich das geschafft habe. Keine Ahnung mehr. Glaube ich. Ich bin so lange durch die Einstellungen gegangen, bis ich es gefunden habe. Muss ich auch nochmal gucken. So. Also hier werden wir noch eine Woche dran zu tun haben, glaube ich, ne? Ja. An dem Feld. Na ja, gut. Oh, jetzt habe ich auch stehen lassen. Eieieiei. Wir können ja zur Abwechslung doch mal Pferde ausreiten oder so. Ja, können wir ab Minute 15 machen. Gehen wir einmal zum Pferdestall, nimmt sich hier ein Pferd nochmal bis zum Ende der Folge. Dann ist auch die Session zu Ende und dann haben wir ja eigentlich auch schon 5 von 8 Pferden fertig. Ja. Das ist dann auch schon okay. Und wann reiten wir die Hühner aus? Wenn ein Sattel drauf trifft. Hängt alles an dir. Wenn du einen Sattel auf den Huhn kriegst, dann reite ich auch einen Huhn aus. Fand ich immer in Minecraft zu suchen, dass man Schweine reiten konnte. Da konnte man Schweine reiten? Ja, oder kann man eigentlich noch immer. Achso. Mal ganz davon ab, dass ich im Wagen liegen schon. Ja. Die rennen einfach in irgendeine Richtung, außer du hast eine Angehe mit einer Karotte vorne dran. Dann kannst du sie lenken, indem du die Angehe nach links oder rechts haltest. Ach ja. Ja. Okay. Um jetzt mal eine Geschichte aus meiner Jugend zu erzählen, aus meiner ganz frühen Jugend. Muss lang her sein. Muss lang her sein, ist 30 Jahre her. Ich bin immer so gemein. Ja, macht ja nichts, ich bin halt so alt. Das ist wirklich aber 30 Jahre her, weil da war ich 7 oder 8 war ich da. Und wir hatten ja Schweine bei uns auf dem Hof, ne? Zu Hause bei meinen Eltern. Hatten wir ja, maximal waren es 13, aber wir hatten halt ein paar Schweine auf dem Hof. Mhm. Und musst du abbunkern? Jo. Okay. Und da bin ich ein Schwein geritten. Also die Schweine, die wir hatten, da, die waren dann halt eben so zutraulich, dass man sich da draufsetzen konnte und das konnte man reiten. Ne? Mhm. Musste sich zwar ordentlich festhalten, aber da bin ich ein Schwein geritten. Sehr schön. Das hat funktioniert. Ich sollte vielleicht das Schneidwerk abdrehen, dann kann ich auch schneller fahren. Ja, das stimmt, da fährt man ein bisschen schneller. Das war eine alte Sau, die ich geritten bin. Um es jetzt so ganz genau zu sagen. Also es war, also wir hatten, wie gesagt, 13 Schweine hatten wir und das war einmal ganz gut. Und dann gab es nochmal einmal im Jahr gab es ein Schlachtefest, da wurde halt so ein Schwein auch geschlachtet bei uns auf dem Hof. Okay. Da war das ja alles noch nicht, wenn du jetzt zu Hause eine Hausschlachtung machen willst, ne? Da hast du ja Auflagen, das ist ja vom Allerfeinsten. Also du musst das alles, ein komplett gefliester Raum muss es sein, du musst die Kühlung haben, du musst, was du alles haben musst, was es früher alles nicht gab und früher haben die Leute auch gelebt. Ja, aber jetzt ist halt doch die Lebenserwartung höher. Aber doch nicht deswegen, weil das Schwein richtig geschlachtet wurde.
Mann, wenn das Schwein nicht richtig geschlachtet wurde und da irgendwas verdorben ist, dann hast du den Wandsrammeln weggeholt. Und dann hast du mal gekotzt oder sonst irgendwas. Oh, Monetarisierung, AD. Und dann war es gut. Aber es ist doch nicht. Ich finde es übertrieben. Ich finde es übertrieben. Für eine Hausschlachtung finde ich es übertrieben. Okay. Dass der Fleischer, der damit Geld verdient und für das gewerblich ist. Solange du es nicht weiterverkaufst, ja. Aber wenn ich für mich, für meine Familie zu Hause ein Schwein schlachte und das zubereite und das einkoche und oder räucher oder was auch immer man alles mit diesem Fleisch macht, pökeln, was gibt's noch? Einkochen, pökeln, räuchern. Ja, danke schön. Ihr schreibt jetzt auf Facebook. Oh, nee. Ja, in der Gruppe. Und nochmal. Ich schreib mal Ruhe. Ja, normalerweise schaltest du Facebook immer auf Stumm. So. Ja, normalerweise schalte ich Facebook auf Stumm, aber ich kann jetzt nicht raustappen. Und damit er weiß, dass er nicht weiterschreiben soll, dass er nicht noch mehr Blödsinn schickt hier. Soll ich ihm mal antworten? Ich hau dich gleich. Zum Glück sind hunderte Kilometer zwischen uns. Was? Zum Glück sind hunderte Kilometer zwischen uns. Ja. So generell. So generell, ja. Wie ist denn das eigentlich? Warte mal. Oh Gott, das habe ich jetzt komplett vergessen. Was? Na, ich hätte ja wenigstens in der Donnerstagfolge darauf hinweisen können, dass du morgen Geburtstag hast. Und in der Samstagfolge hätte ich ja sagen können, du hattest ja gestern Geburtstag. Ah. Aber jetzt haben wir ja schon die Dienstagsfolge. Ja, ich... Ganz nee, ehrlich, die Montagsfolge ist das. Ich bin gerade in der Uni so eingespannt, dass ich selber nicht mal gerade wirklich an Geburtstag denke. Ach ja. Ja, da gab es eh Drama in der Familie. Meine Oma wollte am... Also meine Oma feiert am 25. Geburtstag quasi im Familienkreis, weil sie danach, die hat erst Anfang Juni, weil sie danach auf eine Kreuzfahrt geht, 3 Wochen. Ja. Und ich, und sie hat gefragt, ob ich gleich mitfeiern will und ich so, ich habe Sachen für die Uni zu erledigen. Ich habe am 26. eine Abgabe. Ja. Um 23.55 Uhr. Das heißt, es kann passieren, dass ich bis 23.55 Uhr auf der Uni sitze. Bist du also nächstes Wochenende auch nicht bereit, Aufnahmen zu machen? Müssen wir auch wieder eine Woche machen, ja? Ja, wahrscheinlich. Wie gesagt, okay. Ich weiß nicht, wie schnell ich fertig werde. Okay. Sag Bescheid, wenn ich dir helfen kann. Ja, Betriebssystemebene C. Hm. Ist nicht so deins, oder? Na, könnte schwierig werden. Oh, das Feld ist eigentlich schon zur Hälfte weg, oder? Oder fast die Hälfte? Ja, ja. Auf jeden Fall hat sie gemeint, ja... Wir sind noch bald eine Stunde hier dran, ne? Zuerst wollte sie quasi am Sonntag feiern. Ich so, ja, ich habe eine Abgabe an dem Sonntag und es kann eben sein, dass ich bis da auf der Uni sitze. Ja. Und sie, und was ist, wenn wir Samstag feiern? Ich so, ich habe noch immer die Abgabe. Und was ist mit Donnerstag davor? Ich so... Ja, Geburtstag vorfeiern. Vorher den Geburtstag feiern ist auch blöd. Wir feiern... meinem Geburtstag feiern wir dann einfach im Juni oder so, wenn alle wieder da sind. Das ist mir sowas von egal, wann der gefeiert wird. Weil meine Oma ist eigentlich so eine, die will immer am Geburtstag feiern, wenn möglich. Okay. Und ich so, feier deinen am Samstag, wenn ich rechtzeitig fertig bin, kann ich kommen, wenn nicht, kann ich leider nicht kommen. Hm. Ja. Klingt logisch. Uni geht halt vor. Na klar. Und wenn du dann bald fertig studiert hast, dann kannst du auch schöne Geschenke für deine Oma kaufen. Ja. Da muss ich mal fertig studieren. Willst du den Master gleich nachlegen, ja, ne? Ich will wahrscheinlich mal so 1-2 Jahre arbeiten. Und dann machst du den Master nicht mehr. Dann kann man bei uns in Bildungskarenz gehen. Ja, das machst du dann nicht mehr. Wenn du einmal arbeiten bist, dann hast du deinen Arbeitsplatz, dann willst du an dem Arbeitsplatz auch bleiben und immer wenn du sowas machst, das ist dann immer negativ. Also, ein Freund von mir macht so. Der war jetzt 3 Jahre arbeiten. Und ich muss sagen,
mich interessiert der Master ja auch, so ist ja nicht. Aber ich brauche irgendwie Abwechslung von diesem Unileben mal. Weil mein Studiengang ist halt teilweise schon sehr monoton. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und wenn ich mir zwischendurch auch keine quasi so fixe Arbeitsstelle suche, wo ich dann ewig bleiben will, was halt vielleicht nicht meine Traumkategorie ist, ist das auch recht. Ich habe gesagt, ich hätte da was für dich. Ja. Aber die Bezahlung reicht dir ja nicht aus. Vor allem, wenn ich umziehen muss. Ja gut, ich meine, also zur Not könntest du ja erstmal die ersten paar Wochen bei mir mitpennen, so ist es nicht. Ja. Ja, wie gesagt, zuerst muss ich mal den Bachelor fertig machen. Genau. Ich habe jetzt wahrscheinlich auch schon eine Bachelorarbeit gefunden. Hast du mir schon erzählt, ja. Wollten wir nicht noch Pferde ausreiten? Ja, ich bin gleich zu 100% voll, dann können wir losreiten. Ja, aber der Truck ist fast voll. Wie voll ist der Truck? Der hintere Teil ist voll. Da konnte ich nichts mehr einladen. Okay. Bring doch mal kurz rein in den Truck, dann siehst du es doch. Ups, weit gesprungen. 93%. Dann werden wir über meine knapp 14.000 da nicht mehr reinkriegen. Bezweifle ich auch. Wird deins gerade so noch reinpassen, oder? Ich bin jetzt voll. Also leer. Voll leer? Gut, dann werde ich jetzt hier einfach mal stehen bleiben so. Werde das Rohr ausfahren, werde gucken, ob ich hier noch irgendwie ein Gramm reinkriege. Ich kann ja 96% ist er voll. Ja. Du musst den vorderen Teil. Ja, ich lenk doch schon. Du schaffst das. Oh, jetzt kipp ich sie aufs Fahrerhaus, das ist auch nicht gut. So. Ja, ein paar tausend gehen da noch rein und dann würde ich sagen, voll. Springen wir jetzt aufs Pferd. Ja. Man hätte auch zum Pferdestall hopsen können über die Karte, ne? Geht? Ja. So, jetzt aber welche sind noch nicht ausgeritten? Nicht ausgeritten sind da Quantum, William. Ich habe Unity. Nein, William. William ist schon. Unity ist noch nicht. Gut, dann nehme ich Unity. Opal Dollar. Dolly. William ist. Fischter haben wir auch schon. Opal. Hui. Ich reite auf dem Zaun. Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Hey. So, dann können wir jetzt einmal zum Mähdrescher hinreiten und zurück und dann müsste ja eigentlich das Pferd fertig sein, oder? Ja. Nee, also das ist, wo waren wir gerade? Achso, deine Abgabe. Oh nee, und so. Ja, nee, also generell, wenn du da Fragen hast oder so, kannst du natürlich immer Fragen stellen. Also, ob ich da sinnvolle Antworten drauf gebe, ist die nächste Sache, das ist richtig. Ja, das. Also die Schwierigkeiten, die in dem Fach immer auftreten, die haben meistens mit Mellock und so zu tun. Ah ja. was ich nicht so mag. Was in deinem Bereich auch keinen Sinn macht. Ja. Also, bei deinen Anwendungsfällen. Ja. Ja, da soll es ja, also es soll ja jetzt nochmal eine Besprechung geben in dem ganzen Thema. Naja, mal gucken. Ja, ja. Wird noch lustig werden. Aber gut, man hat was zu tun, man hat Arbeit, das ist schön. Ja. Man verdient Geld. Mit Dingen, die einen Spaß machen vor allen Dingen. Also, Ich habe mir quasi heute so einen unifreien Tag genommen, weil ich ja kein Wochenende hatte, weil ich durchgehend auf der Uni war und auch sehr wenig Schlaf hatte. Ja. Und das Schlimme ist, ich habe mich gleich schlecht gefühlt, wie ich nichts gemacht habe, wie ich einfach nur YouTube-Videos geschaut habe. Ich habe mich gleich schlecht gefühlt. Ja gut, du weißt halt, dass du jetzt nächstes Wochenende wahrscheinlich wieder so einen Ritt vor dir hast. Ja, aber ich habe mir halt gedacht, wenn ich das einfach durchziehen würde, dann bin ich am Ende der Woche so kaputt, dass ich dann gar nichts mehr machen kann. Ja.
Ich war ja ganz froh, dass ich es endlich geschafft habe, ein bisschen Anno zu spielen. Wie was? Anno zu spielen. Ja, wie war es? Nicht schön. Was, sondern... Schön war es, hat Spaß gemacht. 44 und 48 Prozent Zimmer. Ja. Heißt also, im Grunde rennen wir jetzt hier einmal im Kreis und dann reiten wir wieder zurück. Genau. Guck mal, ihr kleinen Pferdchen, hier kommt er wieder hin nachher, wenn er, ne, voll ausgeritten seid. Lachthaus? Nee, das ist der Viehhändler. Ach so. Lachthaus. Ich dachte, es gibt Leberkäse. Mach das bloß nicht, du weißt das, wie das auf Frauen wirkt, ne? Pferdeleberkäse? Ja. Aphrodisierend? Wenn du auf Schläge stehst? Nein, es gibt auch Frauen, denen Pferde quasi egal sind. So ist ja nicht. Ja, aber essen wollen sie trotzdem selten. Das ist schon eher ein bisschen seltener, dass man ein Pferd isst. Oder? Ja, was für ein Pferdeleberkäse ist echt gut. Eine Pferdebockwurst schmeckt auch. So ist es nicht. Da gab es mal von der vom Peter gab es mal ein Plakat, so, wo quasi viele Tiere aufgezeichnet sind, von Katze, Hund bis zu Pferd. Pferd und dann Kuh und so weiter. Ja. Und dabei ist gestanden, where would you draw your line? Quasi ab was, wann isst du davon was? Und da okay. Hat einer mit Graffiti, also gesprayt dann drauf, so normal. Schlechte Zeiten, Apokalypse. Ah ja. Wir reiten über das Auto drüber. Ja, es hat jetzt ein paar Hufabdrücke im Dach. Machst du nichts, ist halt so. Ja, wie gesagt, also das ist, also Hund, Katze, Maus würde ich jetzt auch nicht unbedingt essen wollen. Ja, Hund und Katze, ich auch nicht. Mein aber so, so Hase, Ente, Pferd ist für mich kein Problem. Ja. Wobei, keine Ahnung, wenn man vielleicht eine Ente hat, die man eine emotionale Bindung dazu aufgebaut hat, dann würde ich sie auch nicht essen, wahrscheinlich. Also ich habe unseren Schwein einen Namen gegeben und der Name, der stand nachher auf dem Leberwurstglas. Also von daher. Ah. Bin da okay. Etwas unempfindlich gegen. Ja. Kommt halt auch drauf, wo man aufwächst. Also wenn man so im Bauernhof aufwächst, wahrscheinlich ja. Eher Wurst, aber... Im wahrsten Sinne des Wortes ist dann eher Wurst. So, wir haben sie fertig. Oh, da kann ich runterreiten, weil da ein Baum ist. So, haben wir aber beide 100% sagst du, ja? Ja. Wunderbar. Kurz striegeln. Ja. Da hatte ich ja gar nicht aus jetzt. Habe ich wieder vergessen. Opal, glaube ich. Das weiß ich nicht. Du hast ja Unity gemacht, oder? Ich habe Unity gemacht, ja. So, gucken wir doch mal, was hat's gebracht. Wir haben jetzt schon 68 Liter Wolle. Das hat, war, hat aber nicht das Pferdeausreiten gebracht, oder? Nee. So, Opal ist gestriegelt. Ach, den Schwarzen. So, dann haben wir noch Dolly, müssen wir dann noch, Quantum und Star. Genau. Alles klar. Ah, hier steht richtig gut viel Geld schon wieder rum, ne? Das ist gut, das gefällt ich mir. Ich mach noch mal einen Screenshot von den Pferden. Na, mach mal einen. Muss ich da aber dann drauf sein oder kann ich gehen? Ich wollte einen Screenshot von dir machen. Ach so. Suche Mann mit Pferdeschwanz, Frisur egal. Genau. So, alles klar. Wir haben Unkraut auf unserem Feld, wie wir sehen. Das heißt, das ist schon mal gut gewachsen. Dann können wir also in der nächsten Folge quasi... Auch das Unkraut, das Unkraut müssen wir eigentlich nur wegkriegen vor der Ernte, oder? Ja, das können wir durchaus dann gleich bekämpfen, wenn wir dann wieder da sind. Das heißt, einer erntet weiter und der andere macht die Unkrautbekämpfung. Einer macht einen Auftrag weiter und einer macht das hier. Können wir uns aussuchen, wie wir es machen wollen oder so. Oder, ja, ja. Jetzt kann ich hier bloß einer Unkraut jäten. Aber dann ist das Unkraut jäten während des Auftrages fertig. Das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Weil dann können wir nach dem Auftrag einfach durchspulen, bis wir dann ernten können wieder oder so. Ich ja zwischendurch mal sauber machen und wenn alles geritten ist und dann durchspulen, dass wir nicht mehr so viele Aufträge machen, dass wir ein bisschen von unseren eigenen Feldern leben. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, das war eine Folge LS19 hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns war das Chaos und
wir sind mit unserem Auftrag schon mal ganz gut weitergekommen. Die Pferde sind auch sehr befriedigt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss. Tschüss.